Hallo meine lieben Bastelfötchen. Ich habe heute ein Teddyhaul für euch. Ich habe mir folgenden schweren Fehler gemacht. Ich bin an Teddy vorbeigelaufen und habe dieses schöne Teil gesehen. Dieses Thermometer. Ich wollte eigentlich gar nicht rein, aber fand es sehr schön. Ich habe noch kein Thermometer für meinen Garten und dachte, ja, passt doch. Ist schön, ist lila. Ja, 2,55 passt. Gehst du schnell rein, bezahlen. Und ich bin an den Ostersachen vorbeigekommen. Sie haben vorne so, auch super hinterlistig, vorne an der Kasse einen Tisch aufgebaut, also einen Ständer nur mit Ostersachen. Und ich dachte, naja, kommst. Letzter Tag von Osterreduktion, nimmst du mal was mit. Guckst du einfach mal durch, vielleicht findest du was. Spoiler, ich habe etwas gefunden und nicht nur aus der Osterabteilung. Und das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Fangen wir mal an mit diesen unglaublich schönen Pilzen in drei Farben. Ich finde, Pilze gehen immer. Das sind Hohlkörper, komplett geschlossen, sogar mit Lamellen. Für mich gehen Pilze immer. Pilze wachsen immer. Pilze sind immer da. Finde ich total schön, gerade die Farben. Gerade, dass er in diesem Schwarz ist, finde ich total cool. Über das Thermometer brauchen wir gar nicht erst reden. Damit hat alles angefangen. Dann natürlich, wie soll es auch anders sein, Sticker. Von dieser Art habe ich schon ganz, ganz viele. Ich habe schon Pferde, ich habe Hunde, ich habe Katzen davon. Ich habe Wildtiere davon und jetzt auch Insekten und Vögel. Der Adler war es, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mich gecatcht. Bei den Stickern habe ich noch mehr gefunden. Ich habe dieses unglaublich schöne Einhorn gefunden. Ich weiß noch nicht wofür, aber seht ihr das? Da ist Wackelzeug drin. Ich finde das cool. Das musste einfach mit mega cooles Wackelzeug. Alles, was sich bewegt, ist bei mir drin. Die Schablone. Ich habe sie noch nicht. Ich liebe Schablonen. Für kleine Sachen ist die perfekt. Dieses Einhorn. Also dieser Sticker. Teddy ist ja auch wirklich die und nochmal in Schwarz. Schwarz nochmal klein. Und in Silber. Teddy ist aber auch wirklich eine gefährliche Sache. Ist sie für euch auch so gefährlich, dieser Laden? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Was mir aufgefallen ist, hier steht 1,55. Die gehen aber für 1 € durch. Die sind im Moment am Preis umgestalten. Und manche Artikel werden teurer. Also viele Artikel werden teurer. Manche reduzieren sie nochmal. Kleine Elfen. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Und die neuen Preise sind teilweise noch nicht in die Kasse eingepflegt. Also ich hatte da schon öfters Überraschungen in den letzten Wochen. Hier, Aufhänger, die sind zum Kleben. Da, Klebefläche, ich finde die total cool. Perfekt für mein Zimmer. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht geht es auch nur mir so, ich weiß es nicht. Federn. Federn gehen auch immer. Häschen. Sind die nicht süß? In Knopfoptik. Genauso wie hier diese maritimen Motive auch in Knopfoptik. Ich finde das immer recht schön, wenn man dann Faden durchzieht und sie dann aufklebt, sieht es aus wie aufgenäht. Kann wirklich schön sein. Kann wirklich, wirklich schön sein. Dann die Klammern. Ich liebe diese Deko-Wäsche-Klammern mit ultra süßen, ich hoffe, man sieht's, Tieren drauf. Zäunchen. Was mich verwundert hat, ich habe den Zaun gefunden in Braun. Wie ihr seht, 1 €, zwei Teile, vollkommen okay. Und dann diesen, auch für 1 €. Zweimal dieses, zweimal dieser kleine Zaun und einmal, also zweimal die größeren Zäune. Gleicher Preis, dreifache Menge. Kann ich nicht ganz verstehen, finde ich aber
Cool, freue mich, dass ich den gefunden habe. Ich hätte gerne mehr mitgenommen, es gab aber nur einen. Und ehrlich gesagt, nachdem ich den günstigen gefunden habe, wollte ich von dem teureren, teureren in Anführungszeichen, nicht mehr mitnehmen. Zu Maritim habe ich hier einen 10x10 Block. Total schön, leichtes Papier. Und wie ihr seht, maritime Motive. Ich finde die Größe recht schön. Ich bin manchmal beim Basteln sehr schneidfaul. Und dementsprechend finde ich leichtes Papier schon in der passenden Größe extrem angenehm. Wirklich extrem angenehm. Das kann man dann einfach so nehmen, aufkleben oder die Ränder irgendwie abreißen, bestempeln, etwas mit Vintage-Farbe, mit einer Schere drüber gehen, dass sie ausgefranst aussieht. Das kann man noch. Man kann es stanzen. Ach, was kann man nicht alles damit machen? Da finde ich die Größe halt immer super cool. Da habe ich die Wimpel übersprungen. Da einmal Wimpel. So rum. Die blauen Motive finde ich total schön. Die erinnern mich immer an die Kleider von der Golden Oldies, also Petticoat-Kleider. Finde ich total schön, diese Motive. Nochmal Punkte. Die Seepferdchen. Und blaue Punkte, weiße Punkte auf blauem Hintergrund. Also total maritim, total schön. Schöne kleine Form. Und diesen Block. An dem Block konnte ich nicht vorbeigehen. Ist das nicht herzig? Das ist doch mega schön. Ich habe zwar nicht so viel mit Kindermotiven am Hut, aber da wird sich was draus machen lassen. Einmal in Blau und einmal in Pink. Das zieht sich übrigens durch. Ich finde die unglaublich schön. Und man kann die auch nicht nur für Weihnachten benutzen. Für Weihnachten. Genau. Das wäre mal was. Das wäre mal eine Challenge. Nicht nur für Kinder benutzen. Also meiner Mutter bastel ich auch zum Geburtstag immer mal wieder eine kindliche Karte. Das ist irgendwie bei uns so ein Ding. Findet sie total schön, finde ich total schön. Und warum sollte man, wenn man erwachsen ist, auf Erwachsenenmotive stehen? Wir sind so lange jung, wie wir uns jung fühlen. Dann noch mal in Blau, die Herzchen, die Sterne. Little One, ist das nicht süß? Regenbogen, Sterne. Nochmal Herzchen und dann nochmal diese hier in Rosa. Fand ich total schön, musste mit. Und ich finde, 100 Blatt für 2,55 kann man echt nicht sagen. 5x20 Motive. 5x20 Motive. Genau, ich muss gerade überlegen, ob es nicht falsch rum ist. Aber war richtig rum so. Dann. Dieses Bastelset, da soll eine Elfe draus werden. Also ist alles schon mit Holz und wird dann reingesteckt. Und da will ich mal gucken, was ich draus mache. Für meinen Organizer, ich habe so einen fahrbaren Organizer, den kennt ihr bestimmt. Ich habe den vom Action, den kleineren davon, mit den Drahtkörbchen. Also die sind nicht zu, sondern haben Drahtgeflecht außenrum. Den habe ich. Und dafür habe ich mir diesen Hänger besorgt. Also mitgenommen. Den finde ich recht schön. In diesem Mintgrün. Hat 1 € gekostet. Wenn er nicht passt, hänge ich ihn irgendwo anders dran. Wenn nicht, verschenke ich ihn. Oder sonst irgendwas. Tut mir nicht weh. Ich finde ihn total cool. Und ich dachte, der passt für Stifte ideal. Ich habe überall Stifte rumliegen, rumstehen, rumfliegen. Die müssen echt mal sortiert werden. Dann ein Haarband. Mit Blumen. Das nächste Festival kommt auf jeden Fall nächste Woche, Ende des Monats besser gesagt. Ist das schon nächste Woche? So weit haben wir es doch gar nicht. Doch, ist tatsächlich schon nächste Woche. Fast übernächste. Also auf jeden Fall Ende des Monats bin ich auf dem Festival und da können die immer mit. Die
Da tut es mir nicht weh, bei dem Preis tut es mir echt nicht weh, wenn es kaputt geht, wenn ich den verliere, wenn er schmutzig wird. Sehen noch relativ gut aus. Die finde ich immer recht cool. Ist eine nette Spielerei. Auch auf dem Festival will man gut aussehen. Darf man nicht vergessen. Dann habe ich die Kisten gefunden. Ach, ich bin noch so von den ASMR, von den Shorts manchmal. Dieses drüberstreichen. Das fühlt sich aber auch gut an, diese Kisten. Ich weiß nicht, geht es nur mir so oder habt ihr das auch? Würde mich echt mal interessieren, ob ihr auch dieses Gefühl von neuen Dingen liebt, von neuen Kisten, von glatten Oberflächen. 1,55 gab es übrigens, wenn ich höre jetzt mal auf, von Kisten zu schwärmen und von Gefühlen. Gab es übrigens auch in verschiedenen Größen. Ich fand die Größe jetzt total angenehm. Da können Stanzteile und sowas echt super ihren Platz finden. Und bei den Kisten, say yes to a new adventure. Ich sage immer yes zu einem Adventure. Also musst du die Kiste mit. Außerdem finde ich diese Kombi zwischen Grün und Schwarz und Weiß und so leicht kreidemäßig finde ich total cool. Für 2 Euro echt nichts. Und ich finde die echt schön. Und sie hat Magnet drin. Ich liebe alles mit Magneten. Spätestens seit nicht runterfallen. Spätestens seit dem Action Hall wisst ihr das ja ganz sicher, dass ich überall, was ich nicht mehr brauche, die Magneten rausbaue. Echt überall. Und man glaubt gar nicht, wo überall Magnete drin sind. So. Oh, kommen wir mal zu. Da muss ich die zweite gleich mitnehmen. Diesen süßen Dingern. Die sind knuffig. Die sind ultra schön. Ich habe mir gestattet, schon mal reinzugucken. Das sind Alpakas und Kakteen. Da sind auch noch kleine Köfferchen, aber wer braucht schon Köfferchen? Sind die nicht unglaublich schön? Und natürlich sind auch Sukkulenten drin. Jetzt suche ich mal einen. Und manche Kakteen haben Gesichter. Ultra-Kaufempfehlung, die sind ultra knuffig. Das sind 36 Stück für 2 Euro. Ich finde die total schön hinten mit einer Klebefläche aus Moosgummi oder Moosgummiartiges Zeug. Total schön. Ich liebe es. Love it, love it, love it. Totale Empfehlung. Ultra hübsch. Und das Ganze habe ich noch mal gefunden in diesen Tiermotiven. Da sind viel, viel mehr Tiermotive drin. Also ich hab das Gefühl, viel mehr verschiedene Motive. Ein Elefant und jetzt muss ich mal halten. Ein Eichhörnchen und die Giraffe ist schön. Der Koala. Also die sind auch wunderschön. Auch kindlich gehalten, aber ich finde die ultra schön. Die mussten mit. Wer kann einem blauen, ich lege die mal ab, bevor ihr gar nichts mehr seht, wer kann einem blauen Zebra widerstehen? Das ist doch so toll. Und diesem, wenn es hängen bleibt, diesem kleinen Krokodil. Also wie gesagt, totale Kaufempfehlung. Ich liebe die Teilchen. Und ich bin ultra froh, dass ich sie mitgenommen habe. Seht ihr dieses Häschen? Dieses Häschen, ist das runtergefallen? Ist das nicht süß? Also, wie gesagt, ich wiederhole mich. Kaufempfehlung, finde ich mega. Und falls sie euch gefallen, schreibt es mal in die Kommentare, ob es euch gefällt oder ob ihr das zu kindlich findet. Würde mich wirklich mal interessieren. Sowieso gilt, wisst ihr, sage ich immer wieder. Ich lese mir jeden eurer Kommentare durch. Ich antworte oder reagiere auf jeden eurer Kommentare, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Und ich freue mich über jeden Kommentar. Ich freue mich über jedes Däumchen und über jedes Abo. Schön übrigens, dass ihr da seid. An alle die Neuen, habe ich vergessen zu sagen. Tut mir leid, Schande über mich. Schön, dass ihr da seid. Willkommen in unserer Community und freut mich. Ihr könnt mein Grinsen jetzt nicht sehen, aber wahrscheinlich hören. Ich bin so glücklich, dass ihr da seid und dass wir so groß geworden sind inzwischen und so schnell. Ich bin total happy.
Ihr seht gerade die Hände eines sehr glücklichen Franzis und Häschen. Ultrasüße Ostereierhäschen. Die habe ich auch nochmal in Blau. Die mussten einfach mit. Wie gesagt, bis gestern gab es 30% auf die Ostersachen. Hatte euch ja extra den ersten Haul hochgeladen, dass ihr das wisst. Und gestern lief es jetzt aus und dann musste ich nochmal zuschlagen. Und nochmal Karotten. Karotten gehen immer. Häschen und Karotten gehen wie Pilze immer. Ist nicht so wie ein Weihnachtsmann. Pinguin ist auch so. Pinguin geht immer. Ich bin ein absoluter Fan von Pinguinen. Dann hier nochmal dieser Sticker. Den finde ich auch total cool. Eiförmige Kaninchen. Ich weiß nicht, was das ist. Eiförmige Kaninchen sind cool. Und auf der Rückseite dann normale Kaninchen. Also so in Kaninchenform. Obwohl meine waren auch nie so schlank. Kaninchen sehen immer aus wie eine Birne. Wie eine Birne mit dem Kopf, mit dem Pummelschwänzchen und Pfötchen. So kenne ich Kaninchen. So, mal wieder was Außerosterliches. Weltraumpapier, also Papier im Weltraumdesign, Galaxiedesign. Ich stehe da ultra drauf. Ich benutze das in meinen Shorts super, super gerne. Dafür ist auch schon was geplant. Ist diese Farbkombination nicht schön? Dieses Gewolkte mit dem Rot und Blau und Orangetönen. Ich liebe es. Und die Sterne dabei, das ist... Also das Galaxie-Thema, nicht unbedingt das komplette, aber vor allen Dingen das Papier hat mich total gecatcht. So, sind 32 Blatt, 4x8 Designs, für 2 Euro finde ich total in Ordnung, finde ich total super. Und den gibt es nochmal zweimal, nicht denselben wie ihr seht. Es sind andere Motive, also was heißt Motive? Andere Farbzusammenstellung, mehr wolkig. Finde ich total toll. Deshalb habe ich den nochmal mitgenommen. Weil man braucht immer wolkig. Und wie gesagt, ich habe da was vor mit. Ich hoffe, dass es klappt. Ich probiere es einfach mal. Und ich berichte. Und dann hier unten. Dieses hier. Gleiche Größe, gleiche Anzahl Blätter und Designs. Nur in anderen Farbzusammenstellungen. So, la. Hier habe ich nochmal Sticker. Nochmal Kaninchen. Diesmal auf durchsichtigen Untergrund. In der gleichen Art nochmal Küken. Ich finde die Küken mit den Öhrchen so süß. Die sind doch mega knuffig. Eier. Wahrscheinlich fragt ihr euch, warum ich so viele Ostersachen gekauft habe. Aber ich muss ehrlich sagen, Ostern und Halloween sind die am schlechtesten vertretenen Themen bei mir, die man sich vorstellen kann, die ich auch wirklich tatsächlich bastel. Also man könnte jetzt sagen, irgendwas weiß ich nicht. Ich bin jetzt am Überlegen, welches Thema ich gar nicht habe oder noch weniger. Und da würde mir eigentlich... So, einmal runterrutschen. Nicht viel einfallen. So, dann habe ich noch dieses Osterkörbchen gefunden. Also eigentlich ist es ein Osterkörbchen. Aber ich finde es als einfach nur Schale, wenn man das hier rausschneidet, sehr, sehr schön. Und ist gar nicht nur Osterkörbchen. Also ich finde, das ist sowieso Thema Frühling. Ist aus dem Filz, doppelseitig. Also zweilagig geklebt. Finde ich total schön. Wie gesagt, ist für mich voll Frühling, nicht nur Ostern. Kann man die ganze Zeit benutzen. Dann nochmal diese Eier. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber es sind große, bunte, aufhängbare Ostereier. Da findet sich schon was. Und sie werden nicht schlecht. Ostern kommt, wie das kommt einfach sicher. Wie Weihnachten kommt Ostern und Halloween. Sicher. Immer ungefähr zur gleichen Zeit.
Also von daher schlecht wird's Zeug nicht. Und nochmal so ein Osterbastelset. Also ein Malset. Sind die nicht süß, die Tierchen? Ich weiß, total kindlich, aber ich finde das schön. Ich finde das total schön. Sodala, dann war es das fast schon. Ich habe dann nur noch den Aquarellblock gefunden. Der passt jetzt gar nicht zu dem Thema. Aber ich würde ihn gerne mal ausprobieren. Ich sammle im Moment Aquarellblöcke und probiere die eben mal aus, damit ich weiß, welche Aquarellblöcke sind gut, wofür sind sie geeignet. So ein bisschen austesten, inwieweit die Grenze ist zwischen super, super teuer und super, super günstig, wo man da ungefähr seinen Mittelpunkt findet. Von daher durfte er mit 300 Gramm und ich probiere mal aus. Und wenn ich ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, mache ich gerne ein Video. Falls euch das mal interessiert oder ihr schon Erfahrung mit dem Aquarellblock habt, schreibt es mir mal super gerne unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Aber da kommt auf jeden Fall noch was. So, das war's, meine Lieben. Ich danke euch. Schön, dass ihr da wart. Freue mich immer wieder, wenn ihr einschaltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bleibt kreativ!